Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Leech T2. 4 gegen 4 Classic Modus heute. Und zwar mit Superheld. Habe ich noch nie gespielt. Da kriegt man auf 6 und 16 jeweils einen Legion-Spell extra, der zufällig ausgewählt wird. Deswegen ist mein Plan, einfach Champion zu nehmen und zu gucken, dass wir vielleicht eine Einheit richtig fett kriegen. Das wäre auf jeden Fall cool. Oh, ich habe schon gute Sachen. Ich habe schon sehr gute Sachen. Ich glaube, das behalte ich so. Ich habe zwar kaum magischen Schaden, aber es ist nicht so wild. Ich fange mal mit ihm an. Berserker Champion ist immer gut. Und dann gucken wir mal, was wir so für Legion Spells kriegen auf 6 und 16, dass wir den noch mehr verstärken können. Gerade mit dem Metzger ist er wahrscheinlich auch nicht schlecht. Drüben ist ein Bonecrusher, Albtraum und ein Pegasus. Naja, mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. 4 gegen 4 Modus ist ja immer sehr gut. Gucken wir hier rüber. Liederbogenschütze und goldener Beschützer. Okay. Oh, er hat gar nicht Auto an. Ja, da kann man eine Einheit so richtig fett machen. Das finde ich schon interessant. Ich glaube, ich werde vor ihm dann noch ein paar Einheiten platzieren. Deswegen stelle ich das Atom dahin. Weil der hält zwar schon sehr viel aus, wenn man ihn aufgewertet hat. Aber wenn man den so als Schaden nutzen möchte, dann ja. Schicke ich lieber andere in die Frontline. Mit dem Gargoyle und mit dem Wanderer. Auf jeden Fall eine gute Sache. Gar kein Problem. Ich kann eigentlich auf eine Aufwertung gehen, also einen neuen Wirker. Also stelle ich einfach einen Gargoyle mit hin. Und dann sieht das schon mal sehr gut aus. So machen wir das. Genau, dann kann ich drüben noch was in den Split packen. Und ihn dann sozusagen extrem stark machen. Ich glaube, Albtraum wäre die bessere Variante gewesen, aber der ist halt auch nicht schlecht. Ja. Die ersten Wellen sind immer kein Problem, ihr kennt das ja. Ganz entspannt. Ja, wir können Worker holen auf jeden Fall. Gar kein Thema. Eigentlich können wir sogar noch einen holen. Weil der Berserker auch sehr gut wegmacht für nächste Runde. Soll ich gar kein Problem haben. So. Aber wir können sogar noch so einen Proton hinsetzen. Ja, doch, Proton ist das. Ich verwechsel die immer. Ich denke, Atome sind immer die kleinen, aber das sind die groß. Naja. Einmal aufwerten. Ich guck mal hier rüber. Ja, auf Stichwaves. Stichwaves gut, wenn ich da ein bisschen magischen Schaden mit reinpacke. Also jetzt die nächste beispielsweise. Wenn ich eine Turtle reinkriege, wäre das super. Den goldenen Beschützer auch ein bisschen
auf die Fresse geben, damit wir schneller durchkommen. So, wir können jetzt einfach den aufwerten. Theoretisch könnte ich noch einen hinstellen. Ja, warum eigentlich nicht? Gehen wir nächste Runde 2 Worker. Da sind wir gut bedient. Und noch eine Schnecke. Okay, er hat eine Seeschlange, also kann ich ihm keine Fernkampfeinheiten reinschicken. Das sieht gar nicht schlecht aus. Jawohl. Ich habe geblockt, wahrscheinlich. Ja. Sehr schön. Das heißt, ich schicke ihm einfach immer Turtles rein. Für den Anfang. Auch wenn der Beschützer relativ weit hinten steht. Das ist trotzdem nicht verkehrt. So, wenn wir mal hier so ein... Das habe ich bekommen. Magier. Ja, das bringt mir nichts. Zumindest für den Moment nicht. Jetzt hier drüben mal einen hinstellen. Magier macht ja Mana-Regeneration hoch. Davon habe ich hier gar nichts. Also die Atome, ja. Weiß aber nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht hebe ich den auch einfach auf und roll dann später und gucke, dass ich da was kriege, wo ich den benutzen kann. Oh, was ist das denn hier? Holy Smoke. Ja. Ja, ich block ja wirklich sehr viel mit meinen. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Ja, wir könnten jetzt einfach ein upgraden. Nochmal. Ja. Das mache ich so. Ich werde da mal das Atom hinsetzen, weil vielleicht mache ich da den Magier noch hin. Mal sehen. Das weiß ich noch nicht so richtig. Müssen wir mal gucken. Ja, hat sehr gute Arkanenverteidigung. Der Elementar sieht es da hinten, kommt immer ein Stück weiter vor. Wie sieht es hier drüben aus? Fertig. Okay. Also wir können schon so einen dicken hinsetzen. Das wäre schon nicht schlecht, wenn wir den schon platzieren. Ja. Dann muss ich nächste Runde ordentlich Worker. Weil der dicke steht schon mal da und der ist für die nächsten zwei Runden einfach übelst fett. Oh, war zu spät. Weil die dicke Kanone macht alles weg. Bam. Sieht doch ganz gut aus, auch wenn ich jetzt nicht ganz oben bin. Sieht es für mich tatsächlich ganz gut aus. Jetzt plötzlich immer so ein Wanderer. Ja, wobei. Das kann ich auch einfach in Worker investieren erstmal.
Das macht am meisten Sinn. Mal sehen, ob ich den letzten kriege. Ja, sehr gut. Bam, weg. Ja, der Berserker ist auch übelst gut für die nächste Runde. Oh, den mache ich zum Pulverisierer auf jeden Fall. Der ist durch. Und das ist der, auf den ich schicke. Was können wir denen denn reinhauen? Ja, eigentlich eher auf 10. Den kann ich jetzt nicht noch weiter aufwerten. Aktuell zumindest nicht. Ich könnte noch einen hinsetzen. Ja, wieso nicht? Da haben wir es doch ganz gut ausgenutzt. Ah, schicken wir ihn auf die nächste Runde auf jeden Fall was. Also ein bisschen mehr rein. Mit dem sollte ich eigentlich gar keine Probleme haben. Ja, hier Stich ist gut. Stich ist gut. Gucken wir mal, ob wir noch Turtles reinkriegen. Also einen auf jeden Fall. Ja, wir sind ganz, ganz weit unten relativ. Da ist einer von uns ganz oben. Aber die Abstände sind jetzt auch nicht so gigantisch groß. So, wir nehmen den Pulverisierer. So. Wir könnten ihn einfach aufwerten. Ja, komm. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, das kriege ich noch zusammen. Ah, ist ja schon, der ist schon riesengroß. Pulverisierer. Moment, kriegt der Magier, ist der schon, ah ne, verfügbar. Weil ich den zum Magier machen kann. Okay, ich dachte jetzt kurzzeitig, dass das schon an ist für alle, aber nee. So einfach ist es dann doch nicht. Oh, der haut ordentlich rein, wirklich. Super stark. Dabei habe ich kaum magischen Schaden und der macht hier alle weg. Jawohl. Dann alle durchgeprügelt. Ja, ich dachte, den kriegen wir noch zusammen so. Egal. Ja, wir können gut aufbauen. Ich könnte jetzt hier den Metzger mal reinsetzen, damit der Heal-Buff auf ihm auch schon mal drauf ist. Oh, gucken wir mal rein. Ja, der eine ist eigentlich zu vernachlässigen, so im Großen und Ganzen. Ah, kacke, der achte, ja, der hat so einen Seeschlangen, aber die geht nach rechts, ist okay. Seeschlange tot. Ja, der Stichschaden ist noch zu stark. Oh, mein Verheerer ist schon tot.
Da waren sie doch zu schnell down. Stichschaden hat reingehauen. Schick einfach auf den Turtles rein. So, der ist auf jeden Fall upgraded. Ich könnte den jetzt aufwerten. Und dann kann ich hier drüben auch noch einen hinstellen. Und dann sieht das doch gut aus. Das Mana? Seit wann hat er Mana? Was machst du mit der mit dem Mana? Halt ein Verbündeten in der Nähe für 200 Lebenspunkte über eine Sekunde. Okay, sind das einfach 4 Aufladungen? Nein, das ist wirklich Mana! Okay. Ja, man lernt immer wieder Neues. Krass. Ja, ich weiß aber trotzdem noch nicht den Magier, wo ich den jetzt hinpacken sollte. Okay, Mission abgeschlossen, na gut. Ja, ich werte einfach hier noch ein bisschen was auf, ne? Das ist die krasseste Reichweite. Aber ich könnte trotzdem ihn hier zum Magier machen. Das würde schon klar gehen. Ich guck mal, ob die angreifen. Ja. Aber nur der Drache hat eingekillt. Also gar nicht so wild. Weil er macht die alle weg. Sehr gut. Oh, da kann Pack Leader. Ich stehe von den Workern schon wieder so weit zurück. Verrückte Geschichte. So, jetzt rolle ich mal. Kein magischer Schaden. Kacke. Auch sonst nichts mit. Naja, doch, er hat Mana. Den könnte ich auch in den Split ganz gut reinpacken. Ja, komm. Wir werten ihn auf, wir werten ihn auf. So, jetzt haben wir den Magier zumindest benutzt. Ein Schaman reingeschickt und ein Ogre. Oh, der Pulverisierer, der stand den die ganze Zeit, also sollte ich gar keine Probleme haben. Ja, alle weg. My name is Greg, and I'm addicted to Matthew. Hi, Greg. Sehr schön. Das war knapp. Hätte es fast noch geschafft. Oh, hat auch hier den Metzger mit drin. Und noch ein? Wollen wir noch einen hinstellen? Ja, wieso eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Komm hier, jetzt bist du der Magier. So, Aufprall, Aufprall, Aufprall. Egal. Stich. Ha. Ich glaube, gerade in der, wenn man dann zu 21 kommt,
ist es prinzipiell Wurst, was man schickt. Die werden wirklich gut weggemacht. Auch wenn die Tanks schon down sind, haben die sind die trotzdem noch gar nicht rangekommen. Beziehungsweise heilen die sich einfach viel zu fett. Und jetzt gibt es ja den nächsten Zauber. Weiß gar nicht, warum ich hier... Also mit Wirkung bin ich ganz gut dabei, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte mehr haben. Hast du schon was gekriegt? Nö. Okay. Ich werde jetzt hier mal... Hier werde ich Wanderer platzieren. Und packe ich ihn noch dahinter. Den werde ich aufwerten und den. Dann können wir noch so einen Atom kriegen. Kam jetzt irgendeine Meldung, dass ich was gekriegt hätte? Nö. Nochmal Magier? Naja. Ich gucke mir das erstmal hier an. Ich bin schon sehr gut dabei. Da hängt wirklich ordentlich was. Aber er schafft es nicht. Fürst des Todes. Ah, da hat die gekriegt. 980. Ich meine, ich könnte jetzt auch mal einen Versuch starten, ihm mal ein bisschen was schicken. Weil so viel magischen Schaden hat er gar nicht. So, die sind schon alle aufgewertet. Ich werte die mal auf. Und hier alles. Ja, ich könnte hier noch einen hinpacken. Warum nicht? So, haben wir noch einen rein. Zack. Auch 1340 habe ich gekriegt. Ja, die sind halt schnell down, die vorderen. Aber ich hätte auch nicht gewusst, was ich jetzt sonst so mit dem Magier hätte machen sollen. Vielleicht hätte ich es dem Metzger geben können, ja, aber fand ich irgendwie unnötig. Ich komme gut durch. Sehr schön. Kommen wir nochmal alles raus an Workern, was wir rauskriegen können. Wir haben wirklich noch gut Worker rausgekriegt. 120, sehr schön. Ja, ich kann nicht nochmal rollen, das ist die Scheiße, ne? Dann baue ich einfach unendlich viele von denen hin. So, wir haben jetzt nochmal ein Autosend drin. Ja, schick mal einfach noch ein paar Tinos mit rein. Und dann wird gesammelt. Wir sammeln. Habe ich so beschlossen. Also macht gefälligst mit. Die sind schon super stark. Auch die Wanderer, die blocken halt übelst viel ab. Oder Samurai-Seele, wie die Großen heißen. Sehr gut, alle sammeln mit. Oh, das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig, dass seine Eier, die noch hingestellt worden sind, kaputt sind. Alle beide.
Die haben wahrscheinlich gedacht, wir sammeln jetzt diese Runde schon. Da wir das aber nicht gemacht haben, mega gut. Hat er ganz schön reingeschissen. Ich stell's ganz viele davon hin einfach. Die halten ja auch übelst viel aus. Aber ich habe irgendwie den zweiten habe ich nicht bekommen. Oder zählt das jetzt einfach mal zwei? Keine Ahnung. Naja, der ist auf jeden Fall schnell down. Der wird immer wieder gestunt. Hat gar keine Chance. Es hat aber noch ganz schön viele neue dazu gestellt. Die gehen natürlich durch. Komm, wir treiben es einfach mal auf die Spitze. Wir treiben das Ganze einfach mal auf die Spitze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, wenn die jetzt aufgewertet werden, dann sind es 13. Aber sie sind halt auch gleichzeitig dann ein guter Tank, ne? Gerade wenn da so dicke Dinger kommen, kann man da gut was rausholen. Ja, dachte ich mir auch. Wir schicken Schamanen mit. Wir schicken das mit. Ja, hat einen Bananenbaum und eine Rächerin. Da schicke ich zwei davon. Hexen mit rein. Einen kann ich noch aufwerten. Zack. Ich hau noch Ogre mit rein. Den magischen Schaden in der Backline ist schon sehr gut. Zweiten Ogre noch. Schnecke noch. So, 2440. Ein Haufen Stichler. Macht ja auch Sinn, wegen meinen ganzen Verheerern, die ich habe. Ja, wir zocken gleich eine Runde. Aber hier geht's gut durch, jawohl. Ich habe ihn gut geschickt. Die Zentauren und die Ogre waren richtig gut. Oh, mein Pulverisierer Champion Verheerer ist tot. Ja, leider nicht geschafft, aber ich habe es unheimlich lange gehalten. Als letzter noch. Aber drüben hat einer geblockt. Ja, dann wird das wohl nicht unsere Runde gewesen sein. Schade. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ganz vorher hatte sie da sie hinzupacken. Krass. MVP. Sehr gut. Ja, das war eine weitere Runde von Leech TD2. 4 gegen 4 Classic Mode. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei, zum Beispiel hier. Da bin ich Diamant geworden. Ja, guckt es euch gerne mit an. Bis dahin, einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.